Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu meinem die viralsten TikTok-Best-of. Ich hoffe, ihr seid ready. Schnallt euch alle an, denn jetzt geht's los. Let's go! Wenn man in Malle ein hübsches Girl sieht. Oh, Memo, schau die Spanier da hinten. Alter, die musst du safe ansprechen. Ich spreche die an. Ja, Mann, okay, ich mach's. Hello, what's up? Hey, I'm just looking around here. You're a very beautiful girl. Bro, du machst es sehr gut, die können wir easy klären. Glaubst du wirklich? Schau sie doch mal an, Alter, die können wir easy mitnehmen. Frag mal noch, ob sie vielleicht eine Freundin hat oder so. Und dann nehmt sie mit ins Haus und... Ja, Mann, let's go! Are you here with a friend? Ich sprich übrigens auch deutsche Arschlöcher. Oh fuck! Freundchen, ich glaube es! Du hast so Glück, dass du schon schläfst! Morgen kannst du was erleben! Ich bin so am Arsch! Hi Levin, ich würde dir gerne meinen neuen Freund vorstellen. Kein Interesse, danke. Hi Großer, was geht? Oder sollte ich lieber sagen, Super Smasher 103? Was? Den Namen habe ich seit 5 Jahren nicht mehr benutzt. Ja genau, weißt du nicht mehr, das große Turnier. Du gegen mich, du hast mich vor allen hochgenommen. Und ich habe dir gesagt, ich werde deine Mutter ficken. Nein. Ich gehe dann mal an die Arbeit, du Pisser. Dieser eine Freund, wo die Mutter denkt, dass er ein guter Einfluss ist. Hi Mama, Franz ist da. Hallo Frau Ray, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Kein Problem, Franz, du bist immer willkommen. Das freut mich. Viele Grüße auch von meiner Mama. Oh, vielen Dank und Grüße zurück. Lass jetzt mal in mein Zimmer gehen. Schöner Mantel übrigens. Schau mal, was ich mitgebracht hab. Yeah, boy. Levin, ich und Papa sind ein bisschen weg. Bleibt anständig. Viel Spaß wünsche ich euch. Schönen Abend. Okay, Mom. Ciao. Schau mal, was ich noch hab. Alter Schwede. Wenn deine Mutter dein Zimmer aufräumt. Auch mal da. Ich hab heute dein Zimmer aufgeräumt. Was? Nein. Hoffentlich hat sie es nicht gefunden. Jedenfalls habe ich da ein paar Sachen gefunden, worüber ich gern mit dir reden wollte. Okay. Als erstes mal diese teure Brotdose, wo ich dich 5-mal gefragt habe, ob du die hast. Oh, ja, hab ich vergessen. Dann lagen hinter deinem Bett richtig viele Tücher und diese harte Socke. Das ist doch von der Erkältung. Und jetzt das Schlimmste. Diese 4 hier in Englisch. Hab ich vergessen, wollte ich dir noch zeigen. Wenn sowas nochmal passiert, gibt's Hausarrest. Ich will alles sehen. Boah, Glück gehabt, Mann. Ah ja, die Zigaretten und die Kondome habe ich mir übrigens mal ausgeliehen. Was? Es reicht jetzt, ich will nichts mehr hören. Ab in dein Zimmer. So eine blöde Kuh. Was machst du denn da? Bist du jetzt komplett durchgedreht? Ich pack meine Sachen und zieh aus. Ich brauche euch nicht mehr. Da bin ich ja mal gespannt. Du weißt ja nicht mal, wie man eine Spülmaschine ausräumt. Ich weiß mehr, als du denkst. Ein Tag, dann bist du eh wieder da. Ich habe noch ein Abschiedsgeschenk für dich. Hey Mama, kann ich heute was mit Max machen? Soll ich ja sagen? Sieht es aus wie ein Ja? Nein, nein! Oh, okay. Nein. Lauter! Okay, ja. Nein, du bleibst heute zu Hause! Oh Mann, Max, tut mir echt leid, aber meine Mutter... Mama hat gesagt, du hattest heute eine Schlägerei in der Schule. Ja, aber ich... Nichts aber, du hast PC-Verbot. Sowas macht man nicht. Warum hast du ihn geschlagen? Er hat ohne Grund Mama beleidigt. Gut so. Hast du gewonnen? Ja, normal. Ich habe ihm so gegeben, wie du es mir gezeigt hast. Mein Junge. Wenn man nachts heimlich zockt. Oh mein Gott, ja. Hast du schon wieder gezockt? Oh, er schläft schon. Dann geh ich mal wieder. Die ist so dumm. Nimm das! Wenn man in der Schule einen Ständer hat. Wer möchte vorkommen und die Hausaufgaben anschreiben? Levin! Ich? Nee, Kevin. Natürlich du. Auf geht's. Ich, hast du die Hausaufgaben nicht? Doch, aber ich... Los jetzt, geh vor! Was machst du da? Alles klar bei dir? Ich, keine Angst. Sieht man sowieso quasi nichts.
Dieser eine Freund, der nicht merkt, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Alter, es ist schon 20 Uhr! Was? Echt jetzt? Die Zeit vergeht schnell, ich bin ja schon seit 14 Uhr da. Oh, ich bin so müde. Was willst du noch machen? Ich schau fern. Kann ich kurz aufs Klo gehen? Ist geschlossen. Wie jetzt? Es ist 20.30 Uhr und es schließt um 20 Uhr. Geh doch einfach zu Hause aufs Klo. Ich halte es, egal. Kann ich auch Cola haben? Es gibt keine mehr. Da ist doch noch was, ich seh's. Bro. Ich geh weiter fernschauen. Geh doch einfach nach Hause! Levin, put your phone away! Mein Haus ist abgebrannt und meine Familie ist im Krankenhaus! I can't understand you! Ist es gerade Ihr Ernst? In English, please! Fuck you! Dieser eine Freund, der quasi bei dir wohnt. Schön, dass wir heute mal wieder als Familie essen. Finde ich auch. Ja. Bro, was machst du hier? Wo ist mein Essen? Dieser eine Freund, der gefühlt bei dir wohnt. Ey, Bro, ich hab mies Hunger. Kann ich vielleicht auch was essen? Ja, klar. Du weißt doch, wo die Küche ist. Fühl dich einfach wie zu Hause. Okay, Bro. Alter, der braucht ziemlich lange. Ich schau mal, wo er ist. Bro? Bruder, was machst du da? Ey, Bro, hast du noch mal was von den Chips? Nein, da liegen doch noch 20 andere. Und hast du da gerade meinen Pulli an? Nein. Jeder Junge kennt diesen Moment nach dem Klo. Ey Mann, was soll das? Hallo. Ach du Scheiße. Einmal nach Hause bitte. Ja, da gehörst du jetzt auch hin. Ich bin ein bisschen betrunken. Merkt man gar nicht. Und Raucher bist du jetzt auch noch. Psst, aber nicht meiner Mama sagen. Oh, was habe ich bloß falsch gemacht? Danke, Papa, dass du mich abholst. Du bist viel cooler als Mama. Levin, ich bin's Mama. Dafür, dass du mich abgeholt hast, werde ich Mama auch nicht sagen, dass du sie mit Tanja betrogen hast. Ah! Jedes Mal, wenn man in der Schule groß muss. Okay, jetzt ist keiner da. Jetzt kann ich schnell aufs Klo. Junge, Unterricht ist so langweilig. Ey Mann, warum stinkt's hier so? Alter, da ist jemand scheißen. Ih, Digga, ist ja ekelhaft. Wer macht sowas? Er hat weiße AirPods. Das ist der eine aus der Paraklasse. Junge, wie eklig ist der? Was ein Schwein. Lass den anderen erzählen. Ja, weg hier. Wenn man eine heiße Stiefschwester bekommt. Levin, würdest du jetzt mal bitte die Tochter von meinem neuen Freund begrüßen? Mama, ich hab dir gesagt, dass ich mit der nichts zu tun haben will. Aber warum denn? Weil sie nicht meine richtige Schwester ist. Sie sitzt übrigens da drüben. Was? Du bist... Hi, ich bin Selina. Freut mich, dich kennenzulernen. Das hat sich gerade aber nicht so angehört. Das war nur Spaß. Okay, ich gehe kurz noch die Wäsche machen. Scheiße, Mann, sie ist so heiß. Ich fühle mich wie im Porno. Chill jetzt. Porno ist voll unrealistisch. Hilfe, ich steck fest. Ich komme. Wenn dich das erste Mal ein Mädchen anfasst. Beruhig dich. Bleib ganz entspannt. Mach ich doch. Alles gut. Irgendwie wird mir gerade ganz heiß. Soll ich aufhören? Nein, nein. Mach weiter. Ich muss kurz aufs Klo. Peinlich. Wenn man als Kind das erste Mal einen Ständer bekommt. Shelly Bollywood, sie hat eine eigene... Was ist jetzt los? Mama, Mama, was passiert hier? Was ist denn los, mein Kleiner? Ich kann nicht riechen, was du von mir willst. Schau hier. Oh, bei dir geht es aber früh los. Du bist doch erst 7. Und was ist das jetzt? Jetzt bist du ein richtiger Mann. Cool, darf ich dann auch bei euch abends, ja, gib's mir spielen? Bitte was? Wenn man früher Schulschluss hat. Hallo Mama, ich bin wieder da. Oh, hi, Herr Levin, was machst du denn schon hier? Wir hatten heute früher Schluss, Herr Keck meinte, dass er noch einen wichtigen Termin hat. Oh, okay, willst du nicht vielleicht ein bisschen Playsy zocken gehen? Was, wirklich jetzt?
Du hast mir doch noch nie erlaubt, nach der Schule direkt zu spielen. Heute ist eine Ausnahme, weil du so ein lieber Junge bist. Zieh aber deine Kopfhörer auf, okay? Ja, mach ich. Puh, das war knapp. Ein wichtiger Termin also. Wichtig und richtig. Mama? Ab ins Bett, es ist 23 Uhr. Ich muss dir was sagen. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir frühstücken morgen in der Schule und ich muss da ein paar Sachen mitbringen. Dir ist schon bewusst, dass es Sonntag und gleich Mitternacht ist. Was brauchst du überhaupt? 20 Croissants, 15 Liter Milch und du sollst noch einen Kuchen backen. Was? Und seit wann weißt du das? Erst seit einem Monat. Oh. Ich besorg dir das morgen früh. Danke, Mama. Und nächstes Mal sagst du früher Bescheid. Ich bin wieder da. Hast du meine Kinderpinguine mitgebracht? Oh, die habe ich jetzt vergessen. Och Mann, ich habe mich so gefreut. Ja, egal. Hi Mama. Die Milch, die ich brauche zum Kochen, gib die her. Welche Milch? Wie jetzt? Hast du die vergessen? Ich hab's dir extra gesagt. Guck jetzt, dass du die holen gehst, aber Dalli. Ja, ich gehe ja schon. Nix gehen, rennen. Levin, Mama hat gesagt, dass manchmal heimlich ein Mädchen zu dir kommt. Warte, Papa, ich kann das erklären. Du brauchst nichts erklären. Warum sagst du mir nicht Bescheid? Dann würde ich euch doch helfen. Was? Meinst du das ernst? Ja, normal. Was denkst du, wie ich das früher gemacht habe? Wir müssen zusammenarbeiten. Oh, Papa, du bist der Beste. Aber jetzt mach schön deine Hausaufgaben, sonst wird Mama wirklich böse. Gesundheit. Aha, so ein Ding also. Gut, dass du es verstanden hast. Jetzt bleibst du erstmal eine Stunde in deinem Zimmer und lernst. Viel Spaß euch. Das ist mein Junge. Setz dich dahin, ich werde jetzt deinen Vater anrufen. Ja, machen Sie doch. Hier können Sie auch von meinem Handy. Schluss jetzt mit deinen dummen Kommentaren. Ja, hallo? Hallo, hier ist Frau Jarak von der Goethe-Gesamtschule. Oh, womit habe ich die Ehre? Ihr Sohn verhält sich hier unter aller Sau. Wer bist du, dass du so über meinen Sohn sprichst? Ich bin die Rektorin und Ihr Sohn geht ohne meine Erlaubnis aufs Klo. Ja, soll er etwa in die Hosen machen oder was? Nein, aber in 10 Minuten wäre Pause gewesen. Gut, dann sage ich ihm, er soll nächstes Mal in die Ecke machen. Da merkt man ja, wo das Verhalten Ihres Sohnes herkommt. Scheiße, ja, rufen Sie hier nie wieder an, bitte. Wenn dein kleiner Bruder mit einem blauen Auge nach Hause kommt. Hä? Du kleiner Pisser, wie war die Schule? Gut. Warum schaust du die ganze Zeit auf den Boden? Schau mich doch an, wenn ich mit dir rede. Okay. Was ist passiert? Nichts. Ich bin hingefallen. Du brauchst mich nicht verarschen. Ich sag's auch nicht Mama. Was ist los? Die vier großen Jungs aus der Schule ärgern mich immer wegen meinen großen Zähnen. Und heute hat mich einer geschlagen, weil ich ihn zurückgeschubst habe. Diese feigen Schweine, 4 gegen 1. Komm, lass in die Schule. Die knüpfe ich mir vor. Was? Wirklich jetzt? Ja, danach werden die dich in Ruhe lassen. Das kannst du mir glauben. Los. Ja, hallo? Jo, ich bin Stanley. Ich soll ein paar Sachen abholen. Sorry, ich kenne keinen Stanley. Hä? Das ist aber... Schatz, wer war das? Irgendein Stanley, der meinte, dass er was abholen will. Oh shit, das hatte ich vergessen. Das ist mein Ex. Hier, gib ihm das. Aber sag ihm nicht, dass ich da bin. Ey, yo, sorry. Hier deine Sachen. Danke, Mann, Alter. Sieht ja überfresh aus bei euch. Nice Einrichtung, Alter. Danke, Mann. Ich feiere deinen Style. Ich habe die Hoodies sogar manchmal selber getragen. Ja, chillig, Mann. Die sind auch echt cool. Bro... Nice, Mann. Du riechst richtig gut. Das ist wohl ein Million, oder? Ja, normal. Du bist echt korrekt, Bro. Hast du Bock, was zu trinken? Ja, klar. Gerne, Alter. Schatz, alles gut? Ist er weg? Einmal die hier, bitte. Heute geht's ab, oder wie? Ja, normal. Ich gehe heute das erste Mal zu meiner Freundin nach Hause. Und dann nur eine 8er-Packung? Du hast recht, ich nehme doch die große Packung, weil die Mutter ist auch richtig geil. Vielleicht kann ich die auch noch wegknallen. So muss, viel Spaß wünsche ich dir. Was, du hier? Scheiße. Schau, dass du abhaust, aber sofort.